Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge von gemoddetes Minecraft mit allen zusammen. Keine Ahnung, ich habe immer noch keinen Namen. Wir haben unsere Smeltery aufgebaut. Und wir wollen jetzt anfangen, die ersten Sachen zu kochen. Und hier sind komische Angry Zombies. Genau, wir brauchen Aluminium und Kupfer. Kann das hier unten Ich in habe diesen schon. Controllerblock mal jemand reinschmeißen? Simla? Wo bist denn du? Tickets. Bohren, hier an den Controller. Wie viel Hier, Kupfer? da in den Controllerblock. Wie viel? Ein Kupfer und zwei. Drei Aluminium. Drei Aluminium. Ist das 1 zu 3? Ja, ich habe Okay. nachgeguckt, ich habe hier dieses graue Ja, Buch. du hättest das nicht schmelzen müssen. Ne, wie dann? Direkt als Block. Du hast jetzt gerade verschwendet. Das wäre Verdoppelung gewesen. Direkt das Erz reinklatschen. Das Erz habe ich nicht mehr. Ich habe noch 23 Kupfererz hier, aber halt kein Aluminium. Ja. Tja, Wir können c'est auch hier reingucken, ne? Das wisst ihr. la vie. Genau, wir können das auch oben sehen, Wir können wie auch das da reinlaufen, vor sich das hin macht uns keinen schmilzt. Schaden. Es macht Doch, Schaden. ich hab Schaden bekommen. Doch. Echt Da jetzt? war noch nichts drin, ja, und schon habe ich Schaden bekommen, also. Das wusste ich. So, das Ganze schmilzt jetzt hier zusammen. Also an sich, ich erkläre mal kurz, Tinker's Construct an sich ist dazu da, Werkzeuge herzustellen. Wir haben jetzt schon das erste geschmolzene Aluminium drin, ne? Und jetzt, wenn Jetzt das haben Kupfer wir auch dann zur noch. Hälfte Und mal noch da nicht durch ist, dann rausziehen, immer. ne? Jetzt habt ihr Wenn er bloß noch nicht Aluminium. ein. Wenn er es Genau. rauszieht. Wir Wir brauchen halt nur noch wollen, dass Dress. das Kupfer mitschmilzt und dann sollte sich das vermischen. Ist es gleich durch? Da siehst du doch da links an Ja. dem Balken. Ich hole mal Bisschen gleich brauch's noch. dieses Tool Station Dingens Gedöns. Warte mal, wir brauchen erstmal, glaube ich, dann eine Kiste, dass wir unsere Patterns hinlegen können. Ich werde erstmal einen Pattern für Ingots reinklatschen, damit wir erstmal Genau. Erze damit schmecken. So, wollten Aluminium Glas, zwei Stück. Da. So, ich. Nee, normale Workbench reicht aus. So, ein. Genau. Wir stellen jetzt gerade ein Pattern dafür her, dass wir jetzt Ingots herstellen können. Das ist schon mal cool. Mit anderen Worten. Wenn wir jetzt hier das gießen würden, würden wir ein Aluminum Brass Ingot bekommen. Soll ich Und auf machen? die Weise können wir auch unser ganzes Eisen und so weiter einschmelzen. Das Was ziemlich verdoppelt cool es ist. dann, oder was? Ja. Wollen wir uns 150 für Lava eine. kostet. Warte mal. Ich hol mal was, dass wir dann Eisen und Höheres abbauen können. Aua. Das sind die. Ja, hier ist ein Wooden Pickaxe Kopf. Das ist gut. Den brauchen wir nämlich. Denn der Kopf entscheidet über das Material. So, den hier. Und dann auch wieder gegossen. Und wir stellen dann da ein Pattern her, mit dem wir jetzt hier Pickaxe-Köpfe herstellen könnten. Vielleicht noch Hat mehr. jemand eine Kiste? Ich Soll mach ich schnell noch eine. mehr Aluminium holen? So. Na, alles Aluminium, was du kriegst, mitnehmen. Habe ich dabei. 23. Gibt es jetzt schon Trichter? Wie heißen die? Hopper? Hopper? Gibt's ja. Ja! Die richtigen Minecraft-Hopper gibt's schon. Wollt ihr mich Ja. verarschen? Nein, wollen wir nicht. Schaut euch das Rezept an. Bitte. Bitte schaut es euch an und tötet euch selbst. Gerne, Lukas, gerne. Lol. Lol. Was zur Hölle? Lol. Warum Iron Plates? Wieso Wie ein stellt man die Wrench? eigentlich her? Wieso Und ein Wrench? warum dann? Na gut, so schlimm ist das nicht. Aber mit einer Ja, warum Assembling zu alles Machine in der geht Welt das. braucht man dafür ein Wrench? Ja, oder du machst es in der Assembling Machine. Trotzdem. Du kannst es auch mit einem Personal Safe machen, ne? Ja, Wer macht wenn du sowas? sonst nichts zu tun hast. Wer macht Hat er so eine sowas? Leute gehört Haben wir geschlagen? Hammer? Ja, Haben wir das schon ich mal? habe einen. Ah, okay. Dann könnten wir die sogar tatsächlich herstellen. So, Pattern holt man raus mit Rechtsklick und legt es auch wieder rein mit Rechtsklick. Soll ich noch ein bisschen Aluminium Wollen Bars wir machen? uns. So, wollen wir Spitzhacken herstellen? Jetzt für uns. Ja. Gerne. Ich bin ja Dann hole hier ich. am Main. Ich brauche was. Mindestens Okay, Eisen, dann. oder? Dann Ja. schmelze ich uns mal ein bisschen Eisen klein. Hab auch, wie Und gesagt, was noch wir auch noch 12 mal. Wir dabei. sollten noch mal Aluminium Brass herstellen, damit wir Ist uns. schon meine Arbeit.
Okay, damit wir nämlich uns noch ein weiteres, noch mehr Bindings so herstellen können. Ich stelle erst. Und wir brauchen mehr Lava. Das ist das Wichtigste gerade mit. Das ist nicht so das Problem, dann habe ich ein paar Spots, wo ich was holen kann. Soll das ich ein bisschen gut. Glas machen und dann kann man. Ah, hier ist gerade Aluminum Brass schon am. Ja, ja, das ist schon, gut. Ich mach schon. Okay, dann lege ich nämlich schon mal das, was ich nicht mitgenommen habe. Wir sollten unser ganzes Tingers Construct Zeug hier in ein Haus einbauen oder so. Ja. Oh, hier sind ja schon Bienen Apiaries. Wer stimmt dafür? Was? Wer stimmt dagegen? Deine Mutter. Die hat gerade genießt. Ja. Das interessiert uns alle, Lukas. Das Aluminium ist schon durch, das Kupfer braucht noch ein bisschen. Ich hol mal das ganze Tinkers Construct Zeug rüber. Ja, ich helf mit. Warte mal, das ist ein Crafting Table. So, und ich hau jetzt erstmal ab, Leute. Okay. Na dann, schönen Abend noch. Jo, ciao. Jo. Gib mir das ganze Packerzeug mit. Das ist gut. Du hast nur die Kiste mit den hier. Ich mach mal ein paar Ingots, ne? Warte mal, nicht daraus noch nicht Ingots, ich brauche einen erstmal für das Binding. Ja, halt, das jetzt. Bauen wir ein Haus ist es geschmolzen? Ja. Ja, ist es gut. Nochmal einmal ein Binding hier draus und dann nochmal einmal Stick und dann haben wir die wichtigsten erstmal. Wir haben nicht genug Platz für Zeug. Ich würde sagen. Hat jemand schon einen Steinstick? Kann mir jemand mal einen Steinstick herstellen? Warte mal. Wir können ja auch Greg Tech noch rausnehmen, also. Da müsste man nochmal neu starten, ja. Wieso? Oder haben wir schon. Ach nee, die verschwinden dann. Alles Greg Tech Sachen verschwinden dann nur, genau. Ja. Ja, also. Wir so, haben eine, wenn man das jetzt so anguckt, ist Greg Tech echt für den Arsch. Ja, also, das ist schon etwas heftig. Ja, also so wie es vorher war, war es okay, aber jetzt ist echt heftig. Ja. Hat jemand den Stick gedönst? Können wir ja nochmal morgen oder so drüber diskutieren. Genau. Aber erstmal haben wir ja schon ein bisschen Grundlage hier so. Ach, ich habe ja hier selber so ein paar Dingens schon da. Ich habe nichts gesagt, Ihr habt nichts gesehen. Weil das ist jetzt sogar schon schwer, Stein zu bekommen. Ja, oder überhaupt eine Pickaxe. Wo ist denn dieses, Dingens hin? Was? Mit dem man. Ach, hier, Stencil ist das ja. Dann brauche ich Sticks. Brauchst du Sticks? Nee, Moment, ich will ja gar keinen. Nee, ich will einen. Ich will einen Kopf. Also ich will ein einzelnes Teil herstellen. Wo ist denn das Ding, die, mit dem man das herstellen kann? Die ist irgendwie weg. Das war dann so eine Bank, die da noch stand irgendwo. Die habe ich, glaube ich, hintergebracht oder habe ich die noch im Inventar? Ich habe die nicht noch im Inventar. Hier unten? Nicht? Hier, guck mal. Nee, die ist es auch nicht. Die, mit denen kannst du die Patterns herstellen. Hier kannst du die Tools zusammensetzen. Und wir brauchen. Ach, die, ich weiß, wo die ist, die steht neben euch. Aber ihr werdet die nicht finden. Das ist die hier. Nein, ist sie nicht. Echt jetzt? Ja. Na, wie heißt das Ding? Ich überleg gerade. Ah, weißt du was? Ich bin blöd, ich hab das Ding selber im Inventar. ja. Ihr habt nichts gesehen. Nein, ich bin blind. So, Rod. So, gut. Jetzt können wir eine Rod hier drauf klatschen und dafür auch noch so ein. So, jetzt können wir uns nämlich. Jetzt können wir Ingots herstellen aus dem Rest. Was ist hier jetzt noch drin? Aluminum Brass. Wir haben jetzt zwei Aluminum Brass über.
mit dem wir dann weitere Patterns herstellen können. Los, los, los. Ich würde jetzt gerne ein bisschen Eisen reinklatschen wollen. Ja, klar. Ich habe ganz viel... Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich mache jetzt eine Erzkiste. Die kommt dann daneben, das Ding. Wenn wir das Ding weiter nach oben ausbauen, kriegen wir noch mehr Zeug rein. Kupfer, ich habe, glaube ich, sogar die Bricks dafür. Ich habe hier noch zwei in der Kiste. Ich bringe die mal mit. Ja, das wäre gut. Dann könnte das ganz ja, dann reicht das ganz genau, um noch das Ding um eins zu erhöhen. Nur noch zwei von den Bricks haben. Kannst du... Jo. So, soll ich da auch noch Eisen reinmachen? Jetzt haben wir mehr Platz, jetzt haben wir mehr Slots im Inventar frei. Also, wer noch Eisen hat, kann das reinlegen. Ich kann es nicht reinlegen, lol. Du musst... Moment. Jetzt. Jede Menge drinne. Ja, macht mal hier irgendwie eine Kiste. Droppt ihr den Rest raus? Oh, ach, Optifine ist da drin. Ui. Ja, ich hab nochmal von ein bisschen Zeug gesammelt. Wow, wir haben. Das ist viel. Ja, sehr viel Kupfer haben wir auch. Ja. Ja. Modular Power Suit ist raus, ne? Ja. Ja, klar. Wir brauchen Lava. Dringend. Skelett. Da können wir uns auch mal in den kleinen Tank hinstellen oder ich so will mit nicht Lava. Sterben. Ich auch nicht. Wollen wir schnell eine Runde schlafen? Ja, können wir. Ich bin gerade am Verrecken. Ich bin irgendwie ganz klar gegen Cracktech. Das ist irgendwie. Ich will, also in dem Fall bin ich echt dafür, dass wir es rausnehmen. Ja. Also davor war es echt cool, aber jetzt ist einfach nur noch Scrollen. Zu, also das ist auch. Sehr kann ich da Nuggets reinpacken eigentlich in die Smeltery? Boah. Ja, kannst du. Aber du musst halt 9 Nuggets reinstecken, um ein Ingot rauszukriegen. Und wenn du... Es gibt kein Pattern für Nuggets. Mit anderen Worten, musst du dann 9 reinstecken, ansonsten kriegst du es nicht mehr raus. Okay. So, wir haben schon das erste Molten Iron. 36 Stück an der Zahl. Jo, dann kann ich mich hier schon mal hinstellen und dann ein bisschen vor mich hin schmelzen. Oder kann ich... Ich kann direkt Pickaxes herstellen für uns. Wäre auch nicht schlecht. Dann stelle ich mal 3 Pickaxes her, ne? Jupp. Mit dem man am besten noch Diamanten schon abbauen könnte. Oh. Da müssen wir noch ein bisschen was erweitern. Und noch 5 Minuten mache ich auch. Ja, ja, in 5 Minuten ist auch die Folge vorbei. So. Achso, du nimmst auf. Jo, ich nehme gerade auf. So, dann machen wir mal auch Iron Binding. Wie mache ich Cleared Glass oder wie das heißt? Glas reinhauen. Mehr nicht? Und dann in die, und dann in die Block, in dieses Blockdingens reingießen. Wir haben bestimmt noch andere Dinger. Ey, wenn ich hier langlaufe, kriege ich immer mindestens 3 Bären. Das ist so krass. Und ich mache mal eine Pur aus Eisen. Tralala. So, und jetzt haben wir schon die Parts, um uns eine drei Eisenspitzhacken herzustellen. Und zwar an dem Ding hier, Spitzhacke. Kann ich das hier machen? Kannst du. Mining Level Redstone. Wir können Redstone mit den Dingern abbauen. Wie benennst du die? Gar nicht. Kann man die noch umbenennen später? Ja, du kannst sie einfach hier reinlegen und einen Namen eingeben. So. Hier, deine Pickaxe. Liegt da unten. Danke. Simla, wo bist du? Ich hole ein bisschen Lava. Die kann man doch mit Eisen wieder reparieren, oder? Gute Frage. Kann sein. Kann man das mit Pipes rauspumpen? Gesehen, du kannst es per Redstone-Signal, wenn du da ein Redstone-Signal reinlegst, gibt es raus und wenn du unten drunter einen Hopper drunter packst, dann pullt er das automatisch raus. Also, wenn wir jetzt hier, wir bräuchten Redstone, deswegen haben wir jetzt gerade die Spitzhacken dafür. Und dann könnten wir uns was bauen.
Weil in extra Utilities gibt's eine Clock, einen Clockblock. Ein Cockblock. Lass doch das Ding da dran. Ich will das auf die andere Seite machen. Ach so, geht ja ein Warum? bisschen schlecht. Du brauchst dieses Ding da und den würde ich Scheiße. jetzt aktuell nicht abbauen. Lol. Kann ich das hier reingießen? Moment, warte mal, wir können ja mal gucken, wie viel haben wir denn noch da? Wir haben hier noch 11. Dann kannst du einmal das machen, ja. Gut, kann man den gleich umcraften oder muss man da irgendwas Besonderes machen, weil es Greg Tech ist? Block zurückcraften. Lass mal den Block dann als Block. So, ich hab jetzt mal Rechtsklick gemacht bei dir. Haha. So, 9. Oh, hier 10. Und 11. Und dann sollten wir das. So, den Block Genau. of Iron kann ich nicht zurückkraften. Kraften. Kannst du nicht? Nein. What? Na, Greg Tech halt, ne? Der Okay. ist gut, der Villager. 8 Gold für den Emerald. Okay. Den kannst du aber reinpacken in Jetzt sind wir Smeltery. out of Lava. Ja, Deswegen können wir ich hab nicht grad weiter Lava schmelzen. gefunden. Aber ich leg schon mal Eisen nach. Ich pack den Block of Iron rein. Nee, lass den. Hätte nicht gedacht, dass wir so gut mit Futter um die Runden kommen. Ja, das ist wegen den Berries hier. Ja, und wegen dem Dorf an sich. Ja. Wir hatten das hier so dicht aneinander gebaut, noch dazwischen. Das ist nicht gut, weil die wachsen nach oben. Da kommen wir an die dazwischen nicht mehr ran. Ah, das sortieren wir dann nochmal um. Au. Die Wir können Oreberries ja richtige Farmen machen bauen, hier aber das ist eine. jetzt erstmal alles provisorisch, würde ich sagen. Ja, die Oreberries machen hier oben auch keinen Sinn. Müssen wir unterirdisch irgendwas bauen für die? Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Ja, dann haben wir jetzt schon unser Smeltery für mit, wie heißt der Mod? Ich habe schon wieder vergessen. Tinker's Construct. Tinker's Construct, genau. Und in dem Sinne ist auch die Folge schon wieder vorbei. Die Folge Nummer 3. Es geht aber schnell. Ja, leider. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann vielleicht ohne Greg Tech. Mal gucken. Dann tschüss. Tschüss. Tschüss.